Zurück in der Osteria geht es Stefano immer schlechter. Geht's dir nicht so gut? Heute bin ich nicht so fit. Hm. Ja. Gut, weißt du was? Lass uns nicht nur reden, lass uns das auch so leben, was wir sagen. Wenn es dir heute nicht gut geht, dann ruhst du dich jetzt aus. Und dann machen wir das, was wir heute machen wollen, beim nächsten Mal. Aber deine Gesundheit ist erstmal am wichtigsten. Ja, ich denke, das ist die Anstrengung von gestern. Ich weiß, aber trotzdem. Ja, du bist. Ja, komm. Eiskalt. Jetzt machen wir erstmal eine Pause. Ja. Weil die Gesundheit ist am allerwichtigsten. Ja. Und dann kommt das Geschäft. Okay? Versteckgefühl. Auch in die Küche so. Der Versteckgefühl. Ich kann allein eben gehen und mich ein bisschen erholen. Das mache ich ja keinen Gedanken. Echt nicht. Ja. Merke ich nicht, ja. Wird Stefano wieder auf die Beine kommen? Und ist er dem Stress überhaupt noch gewachsen? Stefano geht es nicht gut. Ich habe ihn nach Hause geschickt. Er soll sich erst mal ausruhen. Gesundheit geht vor. Aber wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt schnappe ich mir die Anna, die Küchen-Anna. Und die werde ich jetzt coachen. Ich habe gesagt, du musst mitarbeiten. Was ist dein Ziel hier in der Küche? Ihm zu helfen und ihn halt wirklich zu entlasten, weil ich ja selber sehe, wie das hier abläuft. Er kämpft sich oft durch und versteckt das, dass es ihm schlecht geht. Und ja, ich kann ihm halt nicht helfen, weil er mir das gar nicht richtig zeigt. Soll ich dir mal ein Grundrezept für etwas gebraten in Sahne und dann verbunden mit Nudeln? Soll ich dir einmal zeigen, wie das geht? Ja. Und wenn du das kannst, dann kannst du das mit allen anderen Sachen auch. Gut, dann gehst du rüber, stellst einmal einen Topf mit Nudelwasser auf. Spaghetti mit frischen Steinpilzen stehen auf dem Programm. Schalotten klein schneiden und scharf anbraten. Dann die Pilze dazu. Zur Seite. Und dann breche ich die einfach. Guck mal. Alles leicht salzen und ein bisschen Pfeffer dran. Die Steinpilze gut würzen und die Nudeln ins Salzwasser geben. Für die Pilze gibt es einen Trick. Jetzt wird das Ganze mit einem Schuss Sherry abgeschmeckt. Also die haben die gleiche Geschmackscharakteristik. Okay. Verstehst du? Sherry und Steinpilze passen einfach sehr gut zusammen. So, dann hauen wir es einfach rein. Sherry rein und einmal kurz aufkochen lassen. Dann Sahne dazu, bis eine cremige Soße entsteht. Jetzt haben wir uns geduscht, jetzt brauchen wir Parfüm. Und das bekommt man mit Parmesan, Petersilie, Zitrone und... Und ich mache noch zwei Kapern rein. Ich lieb's einfach. Alles zusammen in die Soße, kurz verrühren und über die Spaghetti geben. Und die probieren wir jetzt. Innerhalb von nur 15 Minuten ist ein tolles Pastagericht entstanden. Und wie schmeckt's? Sehr fein. Ja, erst kommt dieses Cremige und hinten kommt dann dieses... Die Zitrone kommt raus, ja. Ich bin richtig stolz auf uns. Sollen wir noch was machen? Sicher. Die italienische Königsdisziplin Pizza. Dosentomaten pürieren, salzen und mit Basilikum abschmecken. Probieren wir. So, jetzt muss das Ganze noch durchziehen. Warum nimmt man keine frischen Tomaten dafür? Das ist eine gute Frage. Die Tomate aus der Dose ist das einzige Dosenlebensmittel, was besser ist als die frische Tomate. Weil man herausgefunden hat, dass die Tomate in der Dose optimal zu Ende reift und den bestmöglichen Geschmack bekommt. Den Pizzateig gut durchkneten und dünn ausrollen. Der Teig kommt nicht aufs Blech. Nee, dieses Blech ist, wenn du die Pizza hier machst, ist das Blech wie eine Bratpfanne. Okay. Und dadurch entstehen Röststoffe, die Pizza gar nicht haben möchte. Die Pizza möchte in einer trockenen, schnellen Hitze gegart werden. Neutral. Und da hier auch Fett drin ist, setzt sich das Fett während der Hitze ab. Und dann fängt die Pizza hier drin, im Grunde genommen, ja, wird die frittiert. Und das ist nicht gut. Das tut der Pizza nicht gut.
Deshalb wird der Teig direkt ca. 3 Minuten auf der Steinplatte gebacken. Welche Pizza ist das? Pizza Mozzarella. Pizza Margherita. Denn sie hat die Farben der italienischen Flagge. Grün, Rot und Weiß. Komm mit. Kannst du mir den aufmachen? Mhm. Und dann einfach hier, guck, wie ich das mache. Einfach rein und... Pizza Margherita, Tomatensauce, Büffelmozzarella und Basilikum. Einfach, aber richtig gemacht, eine echte Gaumenfreude. Jetzt gehen wir zu Eva und zeigen ihr das. Okay? Mega. Wenn das der Stefano wüsste, was hier abgeht. Okay, Eva, komm mal zu mir. Pizza Margherita. Ja. Was ist los, magst du nicht? Magst du keine Pizza? Nein, ich esse keine Pizza. Ja. Ich verkaufe gerne Pizza. Ja? Ja. Aber du isst keine? Nein. So, und wenn du die nicht magst, dann probieren wir einfach mal. Eine Italienerin, die keine Pizza mag, finde ich lustig. Bombisch. Wirklich, ne? Hörst du das? Ich kann dich jetzt nicht verstehen, dass du so emotionslos bist. Ohne Lust und ohne Leidenschaft. Wie kommt das? Du sitzt hier und hast mir nichts anderes zu erzählen, als dass du keine Pizza isst. Nee. Ich will dir gerade sagen, ja, dass ich mich um die Dame gekümmert habe, dass sie richtig eingesetzt wird, was ihr die ganze Zeit verpasst habt. Was hast du mir gesagt, was du gerne möchtest in der Zukunft? Mehr mitarbeiten und ihm helfen. Genau. Ihr müsst das lernen, das hier zu machen, weil ihr es nicht könnt, Eva. Und das muss ich euch immer wieder sagen. Es ist schade, ich esse keine Pizza, ne? Aber das habe ich gelernt, die Anne und so weiter. Ich bin sehr froh. Hallo. Oh, der Herr Willi, mein Freund. Guck mal hier. Essen. Ja, guck mal, wie die steht. Verbiegt sich nicht. Mhm. Gut. Super. Gut, ich habe dich aber nicht zum Fünfgang-Menü eingeladen, sondern... Mann, ey. Das ist der Laden, den du richten musst. Schau es dir an. Wir müssen streichen, wir brauchen neue Polster, die ganze Deko muss raus, der Eingangsbereich draußen muss gemacht werden, damit man den Laden auch besser erkennt. Liebe Eva, der Willi übernimmt jetzt. Du kannst anfangen, ich noch ein Wort noch mit der Dame wechseln. Alles klar. Ich weiß, dass das sehr, sehr schwierig für euch ist, auch weil es Stefano nicht so gut geht. Obwohl das Ganze jetzt wirklich ein krasser Umbruch ist. Aber ich möchte euch gerne helfen. Das ist eure letzte Chance. Der Mann hat gesagt, wenn das bis Ende des Jahres nicht klappt, muss er zumachen. Ja, das gesagt er mir auch. Gesagt, dass ich schaffe nicht mehr. Gemacht. Wie fühlt man sich dabei? Ich fühle mich leer. Ehrlich gesagt, das ist es. Ich habe euch sehr, sehr gern, aber ihr seid ein sehr, sehr komplizierter Fall. Das ist echt sehr, sehr schwierig für mich. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen. Ich auch. Pass mir auf den Willi auf, ja? Okay, danke. Hier ist es mit dem Coaching und mit Umbauen Willi, Kati 1, 2, 3 nicht gegeben. Hier muss richtig gearbeitet werden. Und wir brauchen eine Köchin, einen Koch oder eine Küchenhilfe. Weil Stefano wird das in der Küche mit Anna nicht alleine schaffen. Viel Arbeit. Und die wartet im Moment vor allem im Gastraum. Der Move der letzten Jahre muss aus der Osteria verschwinden. Vertrocknete Blumen und Plastikdeko haben ausgesorgt. Ab heute beginnt eine neue Zeitrechnung bei Stefano und Eva. Only to be with you.